Kapitel 16 Vision der vier Tiere in der Apokalypse Daniels. Aus dem Buch Das Morgenrot einer neuen Zeit, Offenbarungen Jesu an Maria Valtorta. Jesus sagt: Daniel schreibt in derselben Tonart wie Johannes. Und Johannes nimmt die vorherige Tonart Daniels wieder auf und verstärkt sie noch. Deshalb gefällt er dir so gut, kleiner Johannes. Du bist wie ein Fisch im klaren Fischteich selig, wenn du dich in der Sphäre deines Christus bewegst, der seinen höchsten Triumph in dem Augenblick erringen wird, in dem Satan, dessen Sohn und seine Höflinge für immer ihrer Macht beraubt werden. Beim Propheten Daniel tritt man in diese Atmosphäre ein. Wenn Jesaja, der Vorevangelist ist, der von meinem Kommen in die Welt zum Heil der Welt spricht, so ist Daniel der Vorapostel, der Vor-Johannes, der die Herrlichkeit meines ewigen Triumphes als König des unvergänglichen Jerusalems ankündigt. Siehe nun, wie in den vier bei Daniel beschriebenen Tieren die Anzeichen der teuflischen Amtsträger, die in der Apokalypse genannt sind, vorweggenommen werden. Die Kommentatoren haben sich gemüht, jenen vier Ungeheuren eine menschlich-historische Bedeutung beizulegen. Man muss freilich den Blick sehr viel weiter in die Zukunft und viel weiter in die Höhe spannen. Erhebt euren Geist von der Erde, wenn ihr über die heiligen Texte nachsinnt. Löst euch vom gegenwärtigen Augenblick und richtet den Blick in die Zukunft und in das Übernatürliche. Und dort liegt der Schlüssel zu dem Geheimnis. Die vier Tiere. Sie bedeuten die vier Irrtümer, die dem Ende vorausgehen. Vier Irrlehren, die vierfaches Grauen für die Menschheit bedeuten und schließlich das allerletzte, ganz große Grauen hervorbringen werden. Der Mensch war durch die göttliche Gnade und durch den Glauben ein Halbgott. Adler und Löwen gleich konnte er den sinnlichen Versuchungen begegnen und sie besiegen und sich selbst erheben, um im Klima Gottes zu wandeln. Dort, wo die Seele sich in übernatürlicher Hochzeit mit ihrem Herrn vermählt, in immer neuen urplötzlichen und glutvollen Vereinigungen, aus denen sie jedes Mal in ihrer Kraft, in ihrer Freude, in der Liebe zu den Brüdern erneuert auf die Erde zurückkehrt, um sich darauf von Neuem und noch mächtiger zu Gott hinaufzuschwingen. Denn jede Vereinigung ist ein Wachsen in der Vollkommenheit, die dann ihre Erfüllung findet, wenn die Vereinigung in meinem Paradiese eine ewige sein wird. Der Atheismus riss dem Menschen seine Adlerflügel und sein halbgöttliches Herz aus und machte ihn zu einem im Schlamm wartenden Tier, das sein schweres, nur noch aus Fleisch und Blut bestehendes Herz auf dem Schlamm und zu dem Schlamm hinschleift. Ein mehr als bleischweres Gewicht schleppt der Mensch in seinem Ich, dem die geistlichen Federn seines Geistes ausgerissen sind. Ein Gewicht, das ihn in den Schlamm niederzieht, ihn hinstreckt und ihn daran einsinken lässt. Der Mensch war wegen der in ihm lebenden göttlichen Liebe ein Halbgott. Er liebte Gott und sein Gesetz, ein Gesetz der Liebe, und besaß so Gott und mit Gott den Frieden, der Gottes besonderes Attribut ist. Und mit diesem Frieden reiches, allgemeines und besonderes Gut. Dann aber hat der Mensch Gottes Gebot abgewiesen und stattdessen viele anderen Lehren angenommen. Keine davon stammt jedoch oder stammt von Gott. Und daher ist in keiner wahre Liebe. Und daher hat auch der Mensch, der sich dem Atheismus ergeben hatte und vom Adler und Löwengleichen zum einfachen nur Menschen geworden war, durch einen Orakelspruch aus der Hölle, sich selbst geboren und ist zum Bären geworden, zum wilden Tier, das seinesgleichen verschlingt. Das Grauen ruft allerdings immer neues und zunehmendes Grauen hervor. Es wird immer weitläufiger, denn der Mensch, den Christus zu seiner halbgöttlichen Natur zurückgeführt hatte, bringt in den fluchwürdigen Buhlschaften mit Satan immer furchtbarere Ungeheuer hervor. Und diese Kinder seiner Ausschweifungen verkaufen sich dem Satan, um von ihm irdische Hilfen zu erlangen. Vom halbgöttlichen Menschen wurde er zum bloßen Menschen,
vom Menschen zum Bären, vom Bären zu einem neuen Ungeheuer, das wild und verschlagen ist wie der Leopard, dem Satan jedoch vielfache Flügel beigab, damit es geschwinder schaden könne. Ich habe euch gesagt, dass Satan der Nachäffer Gottes ist. Auch er wollte also seinem Geschöpf, von da an seinem Geschöpf, der nunmehr ohne wahren Glauben und Gottlust der hinlebenden Menschheit, Flügel geben. Freilich keine Adler, sondern Vampirflügel, damit sich die Menschheit zum eigenen Alpdruck werde. Damit der Vampir eilig vorwärts käme und sich auf seine eigenen Artgenossen, seine Opfer stürzen und ihnen das Blut aussaugen könne. Ich, der mystische Pelikan, habe mein Herz geöffnet, um euch mein Blut zu geben. Satan macht aus den Menschen, dem ich doch mein Blut gegeben habe, den Vampir, der Teile von sich selbst frisst und sich zuletzt qualvoll den Tod gibt. Kommt euch das wie eine Albdrucksage vor? Nein, es ist eure Wirklichkeit. Es handelt sich nicht um ein mythisches Ungeheuer. Ihr seid das, die ihr mit teuflischer Gier Teile von euch selbst verschlingt, euch ausblutet und verstümmelt, um dann neue Teile hervorzubringen, die schon ausgebildet, aber zu verschlingen. Und das tut ihr mit einer Stetigkeit, deren innerer Triebfeder etwas wie Wahnsinn ist, allerdings diabolischer Wahnsinn. Das dritte Tier ist die angestrebte Macht, die bis zum Verbrechen vorprescht und dieses auch anderen auferlegt. Da es menschliche, das heißt, eine an Satan verkaufte Macht ist, um immer mehr gegen jedes göttliche und sittliche Gesetz anzugehen, gebiert sie ihr Ungeheuer, das den Namen Revolution trägt, das seiner Natur nach alle tückischen Schrecken von Revolutionen in den Auswüchsen seiner Scheußlichkeit in sich trägt, den gesellschaftlichen Schiffbruch des Guten und des wahren Glaubens. Aufrichtigkeit, Ehrfurcht, Sittlichkeit, Religion, Freiheit und Güte sterben, wenn jenes Ungeheuer seinen Höllenhauch über eine Nation bläst und sich wie ein verderbenbringender Ausfluss über die Grenzen hinweg verbreitet und ein Volk nach dem anderen damit infiziert, bis es die ganze Welt angesteckt hat und auf den Trümmern der von ihm umgebrachten und zerfleischten Opfer, auf den Ruinen der Nationen, die Wiege für das letzte Ungeheuer, den Antichristus, bereitet. Ich habe euch bereits gesagt, dass er der Sohn der menschlichen Ausschweifung sein wird, der aus der Buhlschaft derselben mit dem Tier hervorgeht. Ich habe es euch gesagt, ich ändere meine Worte nicht ab. Was ich sage, ist wahr. Ich weiß es, ohne dass ich es lesen müsste. Ich erinnere mich an meine Worte, ohne sie wiederlesen zu müssen. Alles ist in meinem göttlichen Geist gegenwärtig, vor dem die menschlichen Geschehnisse in der Zeit unaufhörlich eines nach dem anderen ablaufen, ohne dass das eine die Anschauung des anderen beeinträchtigt. Jener Antichrist, das vollkommene Grauen, so wie ich die Vollkommenheit aller Vollkommenheiten war, mit seinen unendlichen vielen Waffen, die in den 10 Hörnern versinnbildet sind, in den eisernen Zähnen der Kinnbacken, in den eisernen Krallen der Füße und schließlich in dem kleinen Horn, in dem Sinnbild der äußersten Gehässigkeit, mit der Satan seinen Sohn ausstatten wird, damit er die Menschheit vergifte und mit seinem Lügenmaul verführe, ihn als Gott anzubeten, wird diejenigen, die mir weiterhin folgen werden, die kleine treue Herde über alles Maß quälen. Von Stunde zu Stunde wird das kleine Horn anwachsen, um zu schädigen, wird die satanische Intelligenz zunehmen, um das Maul die zynischsten Lügen aussprechen zu lassen und, wie ich an Weisheit und Gnade zunahm, in der Fähigkeit zunehmen, mit seinen Augen die Gedanken der heiligen Menschen zu lesen und sie deswegen umzubringen. Ach, meine Heiligen der letzten Zeiten, wenn schon das Leben der Ersten unter den Verfolgungen des Heidentums heldenhaft war, so wird das Leben meiner letzten Heiligen dreimal, siebenmal, siebenmal, siebenmal heldenhafter sein. Allein die mit dem Mark des wahren Glaubens Genährten werden das Löwenherz haben, um sich jenen Qualen zu stellen, und Adleraugen und Adlerflügel, um den Blick auf mich, die Sonne, zu heften und sich zu mir der Wahrheit aufzuschwingen, während die Finsternisse sie von allen Seiten überwältigen werden und die Lüge sie zu überzeugen suchen wird, diese anzubeten und an diese zu glauben.
Nach den Vorläufern des Antichristus wird der Antichristus selbst kommen. Die antichristliche Periode, die in dem mit 10 Hörnern ausgestatteten Tier versinnbildet ist, das sind die 10 Satansknechte, die sich für Könige halten, deren 3, beachte es gut, ausgerissen und ins Nichts geschleudert werden, das heißt in den Abgrund, in dem Gott nicht ist und der daher das Nichts ist, das Gegenteil von Gott, der das Alles ist. Wird mit der Geburt und dem Heranwachsen des 11. Hornes bis zu ihrer äußersten Macht kulminieren. Sie ist der Grund für den Sturz dreier Vorläufe und die eigentliche Machtergreifung des Antichristus, der Gott lästern wird, wie noch nie ein Menschenkind es tat, der die Heiligen Gottes mit Füßen treten und die Kirche Christi quälen wird. Als Sohn aus dem Ehebund des dämonischen Hochmuts mit der menschlichen Ausschweifung wird er glauben, große Dinge vollbringen zu können und die Zeiten und Gesetze zu ändern. Für 3 Jahre und ein halbes wird das Grauen auf der Welt herrschen. Dann wird der himmlische Vater im Angesicht des gewaltigen Chores der Heiligen, der wegen der lästerlichen großen Worte im Himmel zusammentreten wird, genug rufen. Und das ruchlose Tier wird getötet und in den Brunnen des Abgrunds geworfen werden. Und mit diesem alle kleineren Tiere in seiner Gefolgschaft, um in Ewigkeit bei ihrem Vater Satan zu bleiben. Und dann wird der himmlische Vater mich aufrufen, die Lebenden und die Toten zu richten, so wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Und die Lebenden werden, weil sie das Leben in sich bewahrt und Gnade und Glauben in sich lebendig gehalten haben, das Reich und die Macht und die Herrlichkeit Gottes erben. Die geistig Toten werden den ewigen Tod erhalten, denn ihr eigener Wille sie wählen ließ. Dann wird es keine Erde und keine fleischlichen lebenden Menschen mehr geben. Es wird nur noch die Kinder Gottes geben, von jedem Schmerz befreite Geschöpfe, und es wird keine Sünde mehr geben. Es wird keine Finsternis mehr geben und keine Angst, sondern nur Freude, Freude, unermessliche, ewige, den Menschen unbegreifliche Freude. Die Freude, Gott zu schauen, ihn zu besitzen, seine Gedanken und seine Liebe zu begreifen. Kommt doch, ihr Menschen, zum Brunnen des Lebens. Ich öffne euch seine Quelle. Schöpft daraus, stärkt euch an ihr, damit ihr in den Prüfungen standhaltet und damit ihr vollständig in ihn eintauchen könnt, in mich, die Quelle der Seligkeit, in das schöne Paradies, das mein Vater für euch geschaffen hat und in dem die dreifache göttliche Liebe des einen Gottes und die Reinheit unserer Mutter euch erwarten und mit ihnen all jene, die um ihrer Treue willen das göttliche Leben bereits erlangt haben. Offenbarungen Jesu an Maria Valtorta. Gelobt sei Jesus Christus.